Vorsteherin, meine Damen und Herren. Das meiste, was an diesem Haushalt zu kritisieren gibt, wurde ja bereits schon vorgetragen. Insofern möchte ich mich an der Stelle etwas kürzer fassen in Anbetracht der Uhrzeit. Zunächst ist es, wie schon gesagt, wurde auch durchaus begrüßenswert, dass sich die Stadt Kassel gut entwickelt und erneut einen ausgeglichenen Haushalt bzw. einen Überschuss aufweist. Wobei unsere Stadt in Anbetracht des nach wie vor hohen Schuldenstandes immer noch nicht über dem Berg ist. Und wie vorhin schon angemerkt wurde, darf man zu Recht geteilter Ansicht darüber sein, inwieweit dieser Magistrat daran seinen positiven Anteil hat oder eben nicht. Nach Ansicht der FDP hätte es durchaus Spielraum gegeben für eine andere, bessere Prioritätensetzung, als sie jetzt der Fall ist. Und hierbei meine ich insbesondere die Investitionen in Bildungseinrichtungen und somit in die Zukunft unserer Stadt. Wir hatten ja unter anderem beantragt, mehr Geld für die Sanierung und Digitalisierung in Schulen sowie auch für Kindertagesstätten. Leider wurde dies alles vom Rot-Grün im Finanzausschuss abgelehnt. Besonders enttäuschend war die Ablehnung des Schülertickets, auch für Schüler der Sekundarstufe 2. Denn seitdem es sowohl das Schülerticket als auch das Ticket für Beamte in Hessen gibt, ist hier eine Gerechtigkeitslücke entstanden. So können Schüler bis zur Sekundarstufe 1 gemeinsam mit den Schülern der Sekundarstufe 2 und ihren Lehrern in einem und demselben Bus sitzen. Die einzigen, die jedoch dafür noch weiterhin zahlen müssen, sind die Schüler der Sekundarstufe 2. Diese einseitige Benachteiligung und Gerechtigkeitslücke hätte die FDP gerne geschlossen. Allerdings war Rot-Grün ja bereits in der letzten Sitzung der Stadtverordneten nicht einmal bereit, unseren Antrag zu zustimmen, ob die Magistratsmitglieder in Wiesbaden für ein Hessen-Schülerticket für Staatsmann ein Schließungsdokument erwiesen gibt es in Kassel jetzt das Ticket auch noch für die städtischen Beamten, was durchaus begrüßenswert ist, aber mittlerweile man hat das Gefühl, es gibt für jeden irgendein Sonderticket, irgendein Sonderstatus. Nur die Schüler der Sekundarstufe 2 müssen noch in die Röhre schauen, meine Damen und Herren. Aber da Rot-Grün im Sommer das Spardiktat der KVG-Liniennetzreform mit Angebotsverschlechterungen durchgedrückt hat, wundert es dann auch nicht mehr weiter, dass Rot-Grün kein Geld für die Fahrkarten von Schülern ausgeben will, meine Damen und Herren. Und für eine kostspielige Erweiterung des hauptamtlichen Magistrats auf 6 Mitglieder, die jährlich mit einer 6-stelligen Summe zu Buche schlägt, hat es dieses Jahr dann auch noch gereicht. Für neue Posten auf Kosten der Steuerzahler ist bei Rot-Grün offensichtlich genug Geld vorhanden, für die Schüler unserer Stadt leider nicht. Interessant dabei, dass der neue Posten eines eigenständigen Kulturdezernats ja den hohen Stellenwert betonen soll, den die Kultur in unserer Stadt hat. Da ist es umso bedauerlicher, dass auch unser Antrag zur finanziellen Unterstützung des Technikmuseums sowie der freien Kulturszene ebenfalls abgelehnt wurde. Gerade das Technikmuseum ist in unseren Augen ein wichtiger Eckpfeiler für die Dokumentation der Geschichte unserer Stadt. Hier besteht die Gefahr, dass es dieses Museum eventuell demnächst nicht mehr geben wird, wenn der Verein nicht mehr in der Lage sein sollte, die Mieten für die Räumlichkeiten aufbringen zu können. Solch ein mögliches Ende des Museums sollte nicht billigend in Kauf genommen werden, meine Damen und Herren. Zumal für neue Eissporthallen offenbar ein Vielfaches der Summe vorhanden zu sein scheint, wie man heute auf der Tagesordnung wieder sehen kann. Ein anderer bemerkenswerter Punkt ist, dass unser Antrag für den Botanischen Garten abgelehnt wurde. Das Gewächshaus für Kakteen gilt als nationale und internationale Besucherattraktion. Damit das auch künftig so bleibt, ist dringend ein Neubau geboten. Nun steht heute auf der Tagesordnung 2 ein Antrag von Rot-Grün, wo es auch um eine Sanierung dieses Gewächshauses geht. Wenn man doch die Notwendigkeit einer Sanierung erkannt hat, was spricht dann eigentlich dagegen, die benötigten Mittel in den Haushalt 2018 einzustellen, sodass eine mögliche Sanierung dann auch im kommenden Jahr umgesetzt werden kann? Aber man muss ja nicht alles verstehen im Leben oder es einfach der Tatsache geschuldet, dass unser Antrag halt für Sie aus der falschen Ecke kommt. Ein weiterer Punkt, der der FDP sehr wichtig ist, ist die Sanierung und Instandhaltung von Kassels Straßen. Bei vielen Straßen Kassels besteht erheblicher Sanierungsbedarf. Zur weiteren Schadensabwehr ist eine Erhöhung der Mittel erforderlich, sodass die notwendigen Maßnahmen umgehend vorgenommen werden können. Insbesondere hätte mit den Mitteln endlich der Endausbau von Straßen im Quartier Bedergasse in der Unterneustadt in Angriff genommen werden können. Nach über 10 Jahren Wartezeit ist eine Fertigstellung der Gehsteige und Straßenbefestigung längst überfällig und der aktuelle Zustand den Anwohnern nicht mehr zumutbar sowie eine potenzielle Gefahrenquelle. Da wundert es auch nicht, dass der Haushalt 2018 vom Ortsbeirat Unterneustadt abgelehnt wurde. Und da, liebe Frau Köpp, wenn Sie ja uns hier ins Gewissen reden wollen, Verantwortung zu übernehmen, der dortige Ortsvorsteher ist ja Mitglied Ihrer Partei, ein Grüner, dann fangen Sie doch bitte mal bei Ihren eigenen Parteifreunden erstmal an. Und wo ich gerade beim Thema Straßen bin, es verwundert auch, warum der Antrag der CDU zur Absenkung der für 2018 geplanten Einnahmen durch Parkgebühren abgelehnt wurde. Man hört von Rot-Grün ja immer wieder gebetsmühlenartig, dass die Parkgebühren gesenkt werden sollen.
Wenn man dies wirklich vorhat, dann sollten diese Mindereinnahmen auch bereits im Haushalt 2018 Berücksichtigung finden, wie es auch dem Prinzip eines ehrbaren Kaufmannes entsprechen würde. Aber offensichtlich ist eine Senkung der Parkgebühren gar nicht mehr geplant und das Thema fast 2 Jahre nach der Kommunalwahl endgültig totgeritten. Oder soll dann von Rot-Grün oder zumindest der SPD zur nächsten Kommunalwahl 2021 rechtzeitig wieder aus dem Hut gezogen werden im Wahlkampf? Das Ganze ist umso bedauerlicher, da die letzte Erhöhung ja angeblich nur dem kommunalen Rettungsschirm zum Schuldenabbau geschuldet war, Kassel diesen aber nun wieder verlassen hat. Wir als FDP bleiben jedenfalls auch an diesem Thema dran. Meine Damen und Herren, da alle unsere Änderungsanträge zum Haushalt 2018, wie geschildert, abgelehnt worden sind, lehnt die FDP diesen Haushalt ab und wird ihm auch nicht zustimmen.